Wer könnte das denn noch sein? Oh, hallo mein Freund. Ich hätte nicht gedacht, dass du zu so später Stunde noch wach bist. Komm doch herein. Kannst du auch nicht schlafen? Wenn ich nicht schlafen kann, setze ich mich gern hier in den Sessel vors Feuer. Dann lese ich noch eine kleine Geschichte, um mir das Einschlafen zu erleichtern. Vielleicht kann ich ja auch dir mit einer kleinen Geschichte das Einschlafen ermöglichen. Goldlöckchen und die drei Bären. Es war einmal ein kleines Mädchen, das Goldlöckchen genannt wurde und in einem großen Wald bei seiner Mutter und seinem Vater lebte. Schon von klein an hatte seine Mutter ihm immer wieder gesagt, dass es niemals allein in den Wald laufen dürfe, weil dieser voller wilder Tiere und vor allem großer Bären sei. Aber als Goldlöckchen älter wurde, wollte sie unbedingt den Wald erkunden. Eines Tages, es war Waschtag und die Mutter war in der dampfenden Waschküche beschäftigt, schlich sich Goldlöckchen aus dem Haus und lief entlang des Weges, der tief in den Wald hineinführte. Zunächst war sie sehr zufrieden, betrachtete die wilden Blumen und lauschte dem Gesang der Vögel. Aber schon bald hatte sie sich hoffnungslos verlaufen. Sie lief viele Stunden umher und als es dunkel wurde, bekam sie Angst. Sie begann zu weinen, aber dann sah sie ein Licht durch die Bäume schimmern. Goldlöckchen rannte auf das Licht zu, das von einem Haus kam, und war sicher, nun den richtigen Weg gefunden zu haben. Aber schnell sah sie, dass es nicht das Haus ihrer Eltern war, vor dem sie nun stand. Dennoch öffnete das Mädchen die Tür und schaute hinein. Auf dem sauberen Holztisch standen drei Schalen mit dampfendem heißen Brei. Eine große, eine mittlere und eine kleine. Goldlöckchen war so müde und hungrig, dass sie all ihre Manieren vergaß und sich sofort an den Tisch saß. Die große Schale war zu groß und sie konnte sie nicht zu sich ziehen. Die mittlere Schale war zu heiß, aber die kleine Schale war genau richtig. Und so aß sie den ganzen Brei, der darin war. Neben dem warmen Feuer standen drei Stühle. Ein großer, ein mittlerer und ein kleiner. Goldlöckchen konnte nicht auf den großen Stuhl steigen. Der mittlere Stuhl war zu hart. Der dritte Stuhl jedoch war genau richtig für sie. Doch kaum saß sie darauf, da brach er in tausend Stücke. Goldlöckchen rappelte sich wieder auf und sah eine Treppe, die nach oben führte. Dort fand sie drei Betten. Ein großes, ein mittleres und ein kleines. Das große Bett war zu hart. Das mittlere Bett war zu weich. Aber das kleine Bett war genau richtig für sie. Und so legte sie sich hinein und schlief auch sogleich ein. Die Hütte gehörte drei Bären und es dauerte nicht lange, bis sie nach Hause kamen. Sie merkten sofort, dass jemand in ihrem Haus war. Vater Bär knurrte: »Wer hat versucht, von meinem Brei zu essen?« Mutter Bär knurrte: »Wer hat versucht, von meinem Brei zu essen?« Und das Bärenkind jammerte: »Wer hat versucht, meinen Brei zu essen und ihn ganz aufgegessen?« Die drei Bären schauten sich im Zimmer um und betrachteten die Stühle am warmen Feuer. Vater Bär knurrte: »Wer hat versucht, auf meinem Stuhl zu sitzen?« Mutter Bär knurrte: »Wer hat versucht, auf meinem Stuhl zu sitzen?« Und das Bärenkind jammerte: »Wer hat versucht, auf meinem Stuhl zu sitzen und hat ihn zerbrochen?« Die Bären gingen nach oben und schauten in ihre Betten. Vater Bär knurrte: »Wer hat versucht, in meinem Bett zu schlafen?« Mutter Bär knurrte: »Wer hat versucht, in meinem Bett zu schlafen?« Und das Bärenkind jammerte: »Wer hat versucht, in meinem Bett zu schlafen und liegt immer noch drin?« Da wachte Goldlöckchen plötzlich auf. Sie sah nur drei sehr verärgerte, dreinschauende Bären. Goldlöckchen sprang aus dem Bett, rannte die Treppe hinunter und aus der Tür hinaus. Sie rannte so schnell sie konnte und stand zum Glück auf einmal wieder vor dem Haus ihrer Eltern. Ihre Mutter und ihr Vater schimpften erst mit ihr, aber dann umarmten und küssten sie sie und gaben ihr eine große Schale Suppe. Goldlöckchen lernte daraus und ging niemals mehr allein in den Wald. Ende unserer Geschichte. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber ich leg mich jetzt ins Bett. Komm, spring dich noch zur Tür. So, gute Nacht, mein Freund. Wir sehen uns morgen früh.